So, meine Damen und Herren, wir haben es 16.40 Uhr. Es sind alle wieder im Saal versammelt. Temperaturtechnisch geht's noch. Wir sind es ja langsam gewöhnt. Und wir fahren mit der heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung fort. In der Zwischenzeit hat uns der eine oder andere verlassen, um den Flieger zu erreichen. Aus diesem Saal verlassen. Aber ich sehe, es sind auch neue dazugekommen. Also, die Anzahl der Abgeordneten ist gleich geblieben. Wir gehen nun zurück in die Tagesordnung, und zwar nicht ganz an den Anfang, aber zurück zum Tagesordnungspunkt 7. Der Tagesordnungspunkt 7, das ist die Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Spremberg. Uns wurde eine schriftliche Anfrage eines Bürgers eingereicht. Herr Urban, bitte stellen Sie Ihre Frage. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße erstmal die Stadtverordneten und ich grüße auch die Bürger, die Interesse haben, uns an den öffentlichen Medien diese Veranstaltung glücklicherweise mitverfolgen können. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, ein paar Gedanken zu äußern, aber mir wurde jetzt nahegelegt, dass ich meine Frage stellen soll. Und ich schiebe aber trotzdem einen Satz voraus. Die NASA, die Weltraumbehörde, hat im vergangenen Jahr festgestellt, dass Deutschland die schlechteste Wasserbilanz aller Staaten der Welt hat. Das ist kaum in Deutschland publiziert worden. Und ich glaube, das sollte jeden Bürger, der Verantwortung trägt, in welchem Bereich auch immer, zum Nachdenken bringen. Und ich stelle jetzt die Frage, ich würde aber dann gerne nochmal vielleicht auch zu dem heutigen, weil die Frau Bürgermeisterin ja schon einiges Schönes gesagt hat in Richtung Wasser, auch da mal was sagen noch. Ich stelle jetzt die Frage, ist unser Trinkwasser, das muss ich jetzt genau gucken, ja, von der zunehmenden Industrialisierung geschützt? Gibt es ein länderübergreifendes Wasserwirtschaftssystem? Und wer trägt die Verantwortung für die Stadt Spremberg? Ja, vielen Dank für die Fragen, Herr Urban. Die erste Frage, ist unser Trinkwasser vor der zunehmenden Industrialisierung geschützt? Wir haben ja in Deutschland ein sehr breites Gesetzeswerk, Vorschriften, es geht hin bis zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind, nicht nur von der Industrie, sondern auch zum Beispiel von uns als Kommune, um den Schutz des Trinkwassers zu gewährleisten. Es gibt also sehr umfangreiche Umweltschutzgesetze, die Industrie dazu verpflichten, bestimmte Standards einzuhalten und den Schutz der Umwelt einschließlich des Trinkwassers zu gewährleisten. Es gibt staatliche Überwachungsprogramme und Behörden, die regelmäßig Untersuchungen zur Wasserqualität durchführen, um sicherzustellen, dass die geltenden Grenzwerte eingehalten werden. In der Regel bekommt der Bürger das mit, wenn, was sehr selten ist, an bestimmten Stellen dann einmal auf eine andere Wasserversorgung umgestellt werden muss. Das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass die Behörden ihren Job machen. Was Ihre Frage ist, das Trinkwasser vor der zunehmenden Industrialisierung geschützt betrifft, muss ich sagen, dass es Unternehmen, die sich neu ansiedeln und die wasserrechtliche und trinkwasserrechtliche Vorschriften zu beachten haben, deutlich schwerer haben, beziehungsweise dass es deutlich schwieriger ist, all diesen Vorschriften nachzukommen. Also die
Vorschriften werden nicht etwa gelockert, sondern mit dem Fortschreiten des Wissens zum Thema Wasser und hier im speziellen Trinkwasser werden die Vorschriften laufend überprüft und auch verschärft. Teilfrage 2. Gibt es ein länderübergreifendes Wasserwirtschaftssystem? Sie fragen ja hier für unsere Lausitz und nein, es gibt kein länderübergreifendes Wasserwirtschaftssystem. Es gibt ein Wassermanagement, insbesondere was die Fließgewässer betrifft. Da stimmen sich die Länder Sachsen und Brandenburg ab. Aber wir sind hier in zwei Bundesländern, was die Lausitz betrifft, verankert oder verhaftet in Brandenburg und in Sachsen. Und jedes Bundesland hat seine eigenen Institutionen dafür. Aber sei es jetzt zu konkreten wasserbaulichen oder wasserwirtschaftlichen Vorhaben, die zuständigen Behörden und Institutionen stimmen sich untereinander ab. Aber ein länderübergreifendes Wasserwirtschaftssystem gibt es nicht. Und die dritte Frage, wer trägt die Verantwortung für die Stadt Spremberg, für die Qualität des Trinkwassers? Die Trinkwasserversorgung ist ja eine ureigene kommunale Aufgabe und diese sogenannte hoheitliche Verantwortung wird meist auf die Verbände mit den örtlichen Wasserwerken übertragen. Das ist auch in Spremberg so. Das ist der Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband und dieser ist für die Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers zuständig. Er stellt auch sicher, dass das Trinkwasser den gesetzlichen Anforderungen entspricht und von hoher Qualität ist. Und in Spremberg haben wir hier ein besonders gutes Trinkwasser. Das wird ja auch gerne mal als Spremberger Riesling bezeichnet. Das ist die Antwort oder sind die Antworten auf Ihre drei Fragen. Danke, Frau Hantier, für die Beantwortung der Frage. Herr Obern, haben Sie noch eine Nachfrage? Ja, erstmal Dankeschön, Frau Hermentier. Ich muss Ihnen beipflichten, und das ist vielen Bürgern ja auch nicht bekannt, dass wir wirklich ein erstklassiges Trinkwasser haben, weil das wirklich aus dem Bereich kommt, wo das Grundwasser sauber ist. Die Berliner zum Beispiel kriegen das Uferfiltrat, sollen sie auch weiter haben. Ja. Ich muss sagen, ich bin aber trotzdem vorhin mit Ihren Ausführungen nicht ganz einverstanden. Die haben die Leute über den Klee gelobt, die zuletzt in der Verantwortung waren für Umweltfragen. Dabei haben wir ja so viel Desaster hier erlebt. Cottbuser Ostsee, die Planung daneben und nicht weit weg das Tesla-Werk. Wird angefahren, die Produktionssteigerung und den Bürgern wird jetzt das Trinkwasser reduziert. Und wir selber haben hier unsere Welt zur Sache. Die LEAG hat sich dort auch ganz schnell und einen schlanken Fuß gemacht, indem man sagt, wir bieten euch an, das wird auch ein touristisches Ziel. Wo sollen so viele touristische Ziele das Wasser herbekommen? Das ist eine Illusion, die man irgendwie Kleinkindern unterjubeln kann. Wir müssen hier zusehen, dass die Industrie tatsächlich auch rationell mit dem Wasser umgeht. Und das auf allen Ebenen. Und da muss man auch mal sagen, Gesetzmäßigkeiten, wie zum Beispiel, dass hier heutzutage noch Golffelder besprengt werden und Seen dafür täglich Wasser verlieren. Das kann es nicht sein. Danke. Herr Obern, vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Frage. Ich hätte noch vieles zu sagen. Ja. Ich wollte noch eines über das Wasser sagen, das muss man sagen, Wasser ist die Seele des Lebens und das sollte jeder wissen und ohne sauberes Wasser gibt es keine gesunde Umwelt und das ist das Entscheidende und das ist das A und O. Der Mensch wird hier auf dieser Welt nicht gebraucht, der Planet existiert weiter ohne uns Menschen, ja? Das spielt gar keine Rolle und dann, wenn ich dann sehe die Kriege. Der Krieg bringt nur Zerstörung, Belastung für die Umwelt, Tote und. Herr Obern, es gibt mit Sicherheit sehr viele Menschen, die in diesem Raum ihrer Meinung sind, was diese Themen betrifft, aber Sie haben Ihre Frage gestellt. Alles gut, ja. Dankeschön. Und vielen Dank dafür.
Ich frage jetzt mal ins Auditorium, gibt es weitere Einwohnerinnen und Einwohner, die noch eine Frage haben? Das ist nicht der Fall. Damit verlassen wir diesen Tagesordnungspunkt 7 und kommen jetzt wieder zurück zum Tagesordnungspunkt 8 und dort konkret zum Beschluss Tagesordnungspunkt 8.7. Das ist die Beschlussnummer G römisch 7 23.02.45. Bebauungsplan 112, Industriepark Schwarze Pumpe, Erweiterungsbereich Süd 4, Billigungs- und Offenlagebeschluss. Dieser Beschluss war in der Vorberatung im ABOS und im Ortsbeirat. Ah doch, hier unten stehen die Gremien. Im Ortsbeirat einstimmig, im ABOS einstimmig. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Der falsche Beschluss ist 8.7. Ach, der fehlt in der Präsentation. Danke für den Hinweis, danke für die Antwort. So viel Dankbarkeit heute. Andere machen Sommer Open Air. Warum machen wir nicht eigentlich auch mal eine Stadtverordnetenversammlung im Sommer Open Air? Zumindest den öffentlichen Teil. Könnte man machen. Das ist vielleicht mal eine Idee. Im Bürgergarten, sagt Florian Thier gerade. Das wäre eine Idee, die wir für das nächste Jahr aufgreifen können. Okay. Also, das ist ein anderer Beschluss, aber Ihnen liegen ja in den Unterlagen, liegt Ihnen ja die Beschlussformulierung vor. Ich habe jetzt keine Fragen gehört, sondern nur Hinweise. Wir können darüber abstimmen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist das einstimmig angenommen. Wir sind beim Tagesordnungspunkt 8.8. Die Beschlussnummer G römisch 723206, Änderung der Verbandssatzung der Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverbandes SWRZ. Auch hier gibt es ein Gremium, was vorberaten hat. Das war der Hauptausschuss und der hat einstimmig zugestimmt. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch dieser Beschluss einstimmig angenommen. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 8.9, die Beschlussnummer G römisch 723205-2, die erste Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Spremberg vom 10.09.2020. Kleine Anmerkung, die Änderungen, die im Hauptausschuss angesagt wurden, sind eingearbeitet worden, nämlich dass die Summen, die in der jeweiligen Zuständigkeit des Hauptausschusses, der Bürgermeisterin etc. liegen, sind auf die alten Werte angepasst worden. Deswegen hat die Beschlussnummer auch eine minus 2 hinten. Ich wollte mir ja angewöhnen, immer den. Ja, klasse. Zum Hauptausschuss habe ich keine, aber ich meine, es war einstimmig. Herr Hauptausschussvorsitzender, war das einstimmig? Ja, denn ich, weil es ja die 0, minus 2 ist, fehlt mir jetzt hier wieder. Ja, es ist angehangen einstimmig mit 9 Ja-Stimmen. 9 Stimmen. Danke, Herr Frese. Gibt es hier in diesem Raum weitere Fragen zu dieser Beschlussvorlage? Das ist nicht der Fall, dann können wir darüber abstimmen. Wer damit einverstanden ist, die Hauptsatzung zu ändern, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Hauptsatzungsbeschluss einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8.10. Beschlussnummer G römisch 723205, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Aufbau einer Infrastruktur für unbemannte Flugsysteme, UAS, nicht UFO, außerhalb der Sicht in der Lausitz, BVLOS Area Lausitz im Landkreis Spree-Neiße. Und ich hatte Frau Hantier gebeten, noch mal zu erklären, was es. Wer macht das? Frau Schenker. Frau Schenker erklärt uns, dass es keine UFOs sind, sondern was ganz Spannendes.
Bitte genau. Schön. Also einen schönen guten Tag an alle. Ich würde gerne noch mal kurz den Projektansatz erläutern. Das ist ja ein Projekt, der federführend beim Landkreis Spree-Neiße bearbeitet wird. Und Hintergrund ist der Ansatz, Mobilität weiterzudenken als auf Straße und Schiene, also nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Und auch wenn das futuristisch klingen mag, von der medizinischen Drohne oder dem Lufttaxi zu sprechen, Ziel des Projekts ist es, mit Feldtests eine neue Zukunftsflugtechnik zu etablieren. Die Region hätte damit ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist also der Ansatz des Landkreises. Er möchte versuchen, mit diesem Projekt Strukturmittel zu erlangen und ist eben an die Städte Forst, Spremberg und Guben herangetreten, sowie an die Gemeinde Neuhausen mit der Flugplatzgesellschaft. Und alle Teilnehmer haben sich erstmal vom Grundsatz auf eine Zusammenarbeit zur Etablierung einer solchen Infrastruktur verständigt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung bindet jetzt erstmal die Stadt nicht in finanzieller Hinsicht, sondern es geht eher um Unterstützungsleistungen, wenn dieses Projekt in Bearbeitung gehen soll. Dazu gibt es zwei Phasen, die der Landkreis federführend koordiniert. Erstmal müssen die rechtlichen, technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vorhabens geklärt und herbeigeführt werden. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie kann man das baulich und technisch dann in der Infrastruktur sichtbar machen. Der Landkreis möchte dazu, wie gesagt, einen Förderantrag stellen, muss natürlich da auch den gesamten Werkstattprozess durchlaufen. Parallel weiß ich gar nicht, ob in der vergangenen Woche war, glaube ich, Kreistag, da war es abgestimmt, da war das also auch Thema und innerhalb der Kreistagsabgeordneten. Und wie gesagt, der Landkreis würde koordinieren diese ganze Vorbereitung der Fördermittelbeantragung, Bewirtschaftung, Abrechnung durchführen, möchte gern die Stadt Spremberg als Partner gewinnen und insofern wäre es schön, wenn wir da uns im Rahmen dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit beteiligen könnten. Gut, hat keine finanziellen Auswirkungen für uns. Herr Sembol. Jetzt habe ich aber doch noch mal im Detail die Nachfrage. Sie haben gesagt, wir würden mitarbeiten. Okay, das verbindet Verwaltungskapazitäten, ist knapp wahrscheinlich ein Thema mit Blick auf die Stellenauslastung. Ich habe aber immer noch nicht verstanden, was wir konkret dort tun müssen und was wir davon haben. Also was, wir haben vorhin über bauliche, rechtliche Sachen, verstehe ich, wir müssen schauen, aber ich habe noch nicht verstanden, welche baulichen Voraussetzungen der Begriff fiel. Ich habe es jetzt immer noch nicht verstanden. Mir fällt das gerade auch schwer. Ich bin ja sonst jemand, der für Innovation ist und für Weiterentwicklung, aber bei dem Thema frage ich mich wirklich, was jetzt an der Stelle konkret bei uns dafür rumkommt. Frau Schenker. Also im besten Fall, dass wir auch davon partizipieren können, dass Drohnenflug oder was weiß ich, was da in der Zukunft möglich sein kann über diesen unbenannten Luftraumverkehr, dass man da sozusagen als Stadt mit von partizipiert. Und die Aufgaben sind ja in der beiliegenden Vereinbarung mit formuliert und beschränken sich, jetzt muss ich nochmal selber gerade kurz schauen, auf Unterstützungsleistung. Jeder Vereinbarungspartner gewährleistet die notwendige Behandlung der Zwischenergebnisse und des Endergebnisses in den Gremien. Das ist also reine Korrespondenz oder beziehungsweise Information der Gremien. Unterstützungsleistung, wenn es darum geht, möglicherweise, also das wird man sich ja das wird sich in einer weiteren Entwicklung zeigen, wenn es um möglicherweise geeignete Flächen geht. Wenn es um Verwaltungsvorgänge geht und notwendige Genehmigungsverfahren, die damit zusammenhängen, dass man da also partnerschaftlich zusammenarbeitet. Ja, Herr Henschel, dann Herr Frese. Am Kreistag wurde noch einmal bemerkt, dass alle Kommunen bzw. Bürgermeister dahingehend angeschrieben wurden. Das ist eine Art Einbeziehung und Bekenntnis. Zur Entwicklung. Herr Frese. Ja, vielen Dank. Nun sind wir ja nicht die Einzigen als Stadt Spremberg, die dort ihre Absicht bekunden bzw. mitgehen. Wie haben denn die anderen Kommunen dort bisher entschieden? Ist uns das bekannt, ob Guben unterschrieben hat, ob Neuhausen unterschrieben hat? Frau Wolf wird das beantworten. Ja,
Ja, also gestern war Arbeitsgruppe Struktur beim Landkreis. Wir sind die Letzten. Und Welzow hat eindeutig gesagt, die möchten auch noch mitmachen. Und es gab also auch von Schenken-Döbern oder so nochmal Interessenbekundungen. Gestern wurde auch nochmal gesagt, also Thema insbesondere für Krankenhäuser im ländlichen Raum, die Medikamentenversorgung, wo auch Spremberg und Forst nochmal benannt wurden als Möglichkeit. Weitere Themenfelder war dann zum Beispiel auch Katastrophenschutz, also Feststellung der Schadenslage. Es gab wohl Fälle, da ist bei größeren Schadenslagen der Hubschrauber nicht gelandet, weil jede Feuerwehr hatte ihre Drohne in der Luft oder jedes DRK oder jede Hilfeleistung. Und da die Koordination zwischen einer unbemannten Drohne, also funktechnisch und Erfassung und Festlegung von Flächen und was da alles eine Rolle spielt, ist der Rettungshubschrauber nicht gelandet, weil zu viele Drohnen in der Luft waren. Ich sag's mal so, das war also auch noch mal so ein Beispiel zu sagen, das muss alles koordiniert werden. Also unbemannte Drohnen ist dann wirklich wechselseitiges GPS-System, sag ich jetzt mal als Laie. Ich denke, das System der Zukunft wird anders aussehen. Wie gesagt, die anderen haben schon entschieden. Welzow möchte auch mit teilnehmen und Schenken-Döbern hat sich das gestern auch noch mal ganz genau erklären lassen. Herr Fräser hat eine Nachfrage. Ja, nee, auch eine Meinung. Also es ist ja schon so, dass das Thema Drohnen gerade allgegenwärtig ist. Es ist ja viel im Sicherheitsbereich gerade, in der Medizin ist es, bei der Feuerwehr ist es. Und nun ist es aber so, wenn wir etwas vereinheitlichen, heißt das ja auch, dass wir meiner Meinung nach den Luftraum über dem Landkreis vereinheitlichen. Das heißt, wir geben damit auch Einschränkungen, ne? Wir setzen Einschränkungen gegenüber privaten Drohnenbetreibern, gegenüber, wie Sie schon sagen, also katastrophenschutztechnischer Drohnenbetreibung, Feuerwehr muss sich ja dann auch daran halten, was diese Flugplatzgesellschaft oder dieser Luftraum Lausitz sagt. Also es hat alles ein Für und ein Wider. Und es ist auch so, dass die Erforschung von medizinischen Transporten, ne, von Medikamenten, das findet ja nicht nur hier dann als erstes und als Innovation statt. Also das gibt es in Deutschland bereits. Es gibt in Deutschland bereits eine Apotheke, die das testet, Medikamente zu Pflegeheimen und zu Krankenhäusern zu bringen, auch mit autonom fliegenden Drohnen. Aber, also ich werde dem zustimmen, wir müssen das überwachen, was am Ende dabei rauskommt. Und wir sollten auf jeden Fall uns Innovationen nicht verschließen, aber wir müssen immer auch kritisch beäugen. Genau. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir darüber abstimmen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist das einstimmig angenommen. Wir sind nun im Tagesordnungspunkt 9. Das ist die Fragestunde für Stadtverordnete. Hier gibt es ja eine Regel, 48 Stunden vorher möglichst schriftlich einreichen. Es liegen keine schriftlichen Anfragen vor. Gibt es aus der Situation heraus Anfragen? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Damit verlassen wir diesen Tagesordnungspunkt, kommen nun zum Tagesordnungspunkt 10. Sonstiges. Gibt es da Anmerkungen, Fragen, Hinweise, Veranstaltungstipps? Heimatfest hatten wir schon. Karneval war schon. Gut, es gibt nichts unter Sonstiges, dann ist es an mir, Ihnen eine schöne politische Sommerpause, erholsame Sommerpause zu wünschen. Und wer hat einen angenehmen Urlaubsaufenthalt? Die Stadtverordneten sehen wir in 15 Minuten wieder. Bis dahin haben wir die Nichtöffentlichkeit hergestellt. Allen anderen einen schönen Feierabend.